Ja, einen schönen guten Tag, meine Herren, Damen, doch, auch meine Damen, ja, meine Damen. Also erstmal bin ich das erste Mal in meinem Leben nicht Vorsitzender, sondern Präsident. Darauf lege ich größten Wert, weil ich den Titel noch nie hatte. Nein, aber das war nicht ernst gemeint. Die Situation in Europa ist wirklich sehr schwierig. Ich werde ein Gespräch haben bei dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, um mit ihm, soweit ich die Themen bestimme, er wird sie ja auch auf seine Art bestimmen, über einige Fragen zu sprechen. Zum Beispiel interessiert mich, ob er auch der Meinung ist wie ich, dass die sozialen Grundrechte in Europa unbedingt einklagbar werden müssen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist zu einseitig. Er wirkt wie ein Wettbewerbsgericht, weil er für die sozialen Grundrechte nicht zuständig ist, weil er darüber auch nicht entscheiden darf. Damit darf er sie in seinen Entscheidungen auch nicht berücksichtigen. Wenn man zum Beispiel, wenn ich nach Deutschland gehe, an das Bundesverfassungsgericht denke, dann entscheiden die eben auch immer über politische und soziale Grundrechte. Wobei das Grundgesetz den großen Vorteil hat, alle politischen Grundrechte zu verankern, aber viel weniger die sozialen Grundrechte, weil die Frage nach 45 nicht so stand, wie sie heute steht. Trotzdem interessiert mich, ob er auch der Meinung ist, dass man sozusagen mehr Europa insofern braucht, als die sozialen Grundrechte einklagbar sein müssten. Das hätte aber bedeutet, dass zum Beispiel Griechinnen und Griechen, Portugiesinnen und Portugiesen, Spanierinnen und Spanier hätten klagen können. Das hätte die Rechtsprechung und die Situation in Europa verändert. Das Zweite, worüber ich mit ihm sprechen will, ist die Krise in Europa. Genau wie bei meinem Gespräch beim Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, bei meinem Gespräch mit Martin Schulz, als er noch Parlamentspräsident war, also des Europäischen Parlaments, und bei meinem Gespräch mit Herrn Juncker aus Luxemburg als Präsident der EU-Kommission, habe ich immer gesagt, wenn es so weitergeht, mit der EU geht sie kaputt. Ich kritisiere die EU deutlich, aber ich will sie unbedingt auch aus verschiedenen Gründen retten. Erstmal gab es noch nie einen Krieg zwischen Mitgliedsländern der Europäischen Union, während die ganze europäische Geschichte vorher durch solche Kriege gekennzeichnet war. Das ist schon der größte Vorteil. Zweitens haben wir eine europäische Jugend. Also Luxemburg ist es noch extremer als in anderen Ländern, aber wir haben eine europäische Jugend, die erobert sich den ganzen Kontinent, die kennt keine Grenzbäume mehr, die reisen mit Personalausweis. Stellen Sie sich mal vor, wir kehren zum alten Nationalstaat wieder zurück, dann gibt es irgendeinen Konflikt, dann wird Visumspflicht eingeführt. Also die Jugend würde ja denken, wir haben eine Meise, die kann sich das gar nicht vorstellen. Wir Alten sagen ja, das können wir ja von früher, aber für die Jungen ist das gar nicht vorstellbar. Also auch deshalb geht es nicht. Außerdem sind die alten Nationalstaaten weder ökonomisch noch politisch ein Faktor im Weltgeschehen, nur als EU sind wir ein Faktor. Und dann gibt es noch was Besonderes, nur wenn Sie nachfragen, erläutere ich das ein bisschen, es gab immer den deutschen Sonderweg und gerade durch die internationale Verankerung Deutschlands ist der deutsche Sonderweg ausgeschlossen und der soll auch ausgeschlossen bleiben. Also werde ich auch Ihnen sagen, wie ernst ich die Situation einschätze, und wie er sich Veränderungen vorstellt, das interessiert mich, um eins zu erreichen, dass die Mehrheiten aller Bevölkerungen, aller Mitgliedsländer der Europäischen Union Ja sagen zur EU. Die Mehrheiten aller Bevölkerung, also auch die Mehrheit des griechischen Volkes, des portugiesischen Volkes, des spanischen, des französischen etc. Es gibt Länder, wo es Mehrheiten gibt, aber es gibt auch Länder, da habe ich meine Zweifel, ob es noch eine Mehrheit gibt. Und das muss sich ändern. Meine zweite Bemerkung will ich zu den Wahlen in Frankreich machen. Alle sind so erleichtert, ehrlich gesagt, ich nicht wirklich. Und zwar, weil es Le Pen geschafft hat, in die Stichwahl zu kommen. Das ist ja ein einmaliges und entscheidendes Ergebnis, dass an zweiter Stelle, also weder ein Sozialdemokrat noch ein Konservativer steht, leider auch nicht ein Linker, sondern an zweiter Stelle steht Frau Le Pen. Nun gehen alle davon aus, dass sie den zweiten Wahlgang nicht gewinnt. Ich gehe auch davon aus, aber wir sollten nicht zu selbstsicher sein. Wissen Sie, alle haben mir gesagt, dass Trump nicht gewinnt, aber er hat gewonnen. Alle haben mir gesagt, dass der Brexit nicht kommt, aber er ist gekommen. Ich bin da jetzt ein bisschen misstrauisch dazwischen. Aber ich will mal hoffen, dass es nicht passiert. Nun ist natürlich derjenige, der da auf Platz 1 steht, jemand, der den neoliberalen Kurs fortsetzen will. Und das beunruhigt mich auch, weil ich Ihnen sage, wenn wir weiterhin diese Sparpolitik machen, wenn wir weiterhin Sozialabbau betreiben, gerade im Süden Europas, wenn das unser Ziel ist, wenn sich das jetzt auch in Frankreich weiter durchsetzt, und er war ja als Wirtschaftsminister einer, der die neoliberale Politik wollte, dann gefährden wir die EU noch stärker.
Eigentlich müssten wir aus der EU etwas machen, was nicht nur Frieden spendet, sondern auch wieder zu sozialer Wohlfahrt führt. Die Menschen müssen das anders empfinden, als sie es gegenwärtig empfinden. Trotzdem sage ich auch ganz klar, natürlich ist mir es ja mehr lieber als Frau Le Pen, darüber wollen wir gar nicht so diskutieren. Frau Le Pen ist das Letzte, was wir uns in Europa leisten können. Das ist eine solche Rückwärtsrolle. Aber wir haben es damit ja auch in Deutschland zu tun, Stichwort AfD und in anderen Ländern. Das alles wissen Sie. Dazu können Sie mich gerne befragen. Letztlich die Europäische Linke, dazu so viel. Sie war natürlich durch das Scheitern des Staatssozialismus stark gefährdet. Man darf das nicht unterschätzen. Auch so große, bedeutende Parteien wie die italienische Kommunistische Partei, die französische Kommunistische Partei, die spanische Kommunistische Partei, die portugiesische, sind alle mit in den Keller geraten. Das hat mit dazu geführt, dass die Entwicklung jetzt in Europa so nach rechts geht. Also muss die Linke unbedingt wieder ein starker Faktor werden, und zwar gerade gegen die Rechtsentwicklung. Dann kriegt sie übrigens sogar ihre Bedeutung für die Mitte, weil die Mitte mitbekommt, dass ohne die Linke hat sie keine genügende Gegenkraft gegen die Rechtsentwicklung. Auch das ist ganz interessant. Wie dem auch sei, daran will ich arbeiten. Und Mélenchon hat ein sehr gutes Ergebnis erreicht. Er ist auf Platz 4 gekommen, aber eben nicht mit Ergebnissen, wie die Linken sie seit Jahren kennen, sondern mit einem wirklich guten, mit einem hohen Ergebnis. Dazu habe ich ihm gestern gratuliert, ganz herzlich. Es gibt eine Kleinigkeit, über die ich mich ärgere. Es gab ja zwei Linke und leider konnten sie sich nicht verständigen, dass nur Mélenchon angetreten ist. Vielleicht hätte es dann gereicht, dass er in die Stichwahl gekommen wäre. Das wäre natürlich sehr, aber Sie wissen ja, wie wir Linken sind. Da sind wir leider ein bisschen komisch auf dieser Strecke, aber man darf sich ja wenigstens noch darüber ärgern. Trotzdem ein gutes Ergebnis, das wahrscheinlich die Stimmung in der Europäischen Partei der Linken verändern wird, weil die Selbstbeschäftigung reduziert werden kann und wir wieder nach vorne Politik machen müssen, was mir besonders wichtig ist. Ja, so viel von mir und nun nehme ich an, können Sie Ihre Frage stellen. Mhm. Ja.